Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Ihr seht schon, Zelda Link's Awakening DX, aber mit einem komischen Tracker an der Seite. Denn dieses Let's Play ist kein normales Let's Play. Wir spielen The Legend of Zelda Link's Awakening DX Randomizer. Das heißt, alle Items sind randomized. Die Höhlen sind gerandomized, das heißt, jeder Eingang einer Höhle führt zu einer anderen Höhle, sollte es zumindest. Dann ist das Schwert gerandomized, also der Ort ist woanders, es wird aber, also ich weiß nicht genau wo, aber es wird auf der Overworld sein. Dann gibt es ein paar Sachen der Overworld, die geändert wurden, also so ein paar Grasballen oder Steine oder so sind anders platziert oder wurden geswitcht. Dann ist das Walross nicht benötigt und... ich glaube, das ist der 7. Dungeon, wenn wir da irgendwo runterfallen, dass wir nicht irgendwie auf einer anderen Ebene landen oder so. In einem Loch. Dann haben wir gerandomized Kisten. Das heißt, jede Kiste ist gerandomized. Ergibt Sinn, ne? Außer die kleinen Schlüssel in der Kiste. Die bleiben in, bleiben in dieser Kiste, wo man sie findet. Dann sind die Herzteile gerandomized. Dann die gibt es eine Kiste im Starthaus. Dann gibt es in 8 Kisten, wo eigentlich 20 oder 50 Rubine drin sind, die Muscheln. Und Chests, wo solche Rubine drin sind, wo es keine Muscheln gibt, geben mehr Rubine. Dann kann in jeder Chest überall, in jeder Kiste überall kann jedes Item auftauchen, theoretisch. Das heißt, wir finden eine Kiste, wo es, weiß ich nicht, 20 Rubine eigentlich gibt. Und da finden wir dann aber auf einmal die Feder. So. Ne? Wisst ihr Bescheid. Dass der Text nicht angezeigt wird, es gibt keinen Text mehr. Dann wird die Musik, wurde gerandomized. In verschiedenen Punkten. Wir starten jetzt erstmal. Habe ich die falsche ROM geladen? Da! Ja, ich habe die falsche ROM geladen. Alles klar. Hihi. Ups. Okay, auf ein neues. Huh. Starten wir. Da ist die Kiste, alles klar. Ich glaube, ich muss gleich nochmal neu randomisen. Und ich glaube, ich mache das mit den Caves aus. Weil ich wusste nicht, dass auch Häuser dazu zählen. Aber gut. So, Leute, machen wir es nochmal. Wir starten. Ich habe das gerandomized Höhlen jetzt rausgenommen. Und wir gucken mal, wie es jetzt wird. Wir hatten ja eben sehr viele OP-Items. Die habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. aber... ja. Das mit den gerandomized Caves ist echt krass. Und wir kriegen das Schild, wie es aussieht, immer hier. Und gleich den... das Kraftarmband. Alles klar, okay. Das ist nice. Okay. Okay. What? Ich dachte, das wird durch irgendwas anderes auf der Overworld replaced, aber das ist ja halt jetzt einfach überall zu finden. What? Okay, das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr nice. Gehen wir erstmal hier rein. Gucken, was wir hier finden. Die Feder! Okay. Das ist sehr cool. Okay, wir gucken uns erstmal in der Stadt um, weil wir jetzt einiges eigentlich machen könnten. Hier oben ist ja eigentlich irgendwo... hier, die Schere. Okay, die bleibt noch da. Alles klar. Ah, komm, nehmen wir mal. Ist das auch wirklich die Schaufel oder wird die nicht gerandomized? Okay, ist es wirklich die Schaufel? Alles klar, okay. Und jetzt snacken wir uns noch den Bogen und danach die Bomben. Gibt halt nicht so viele Items in dem Randomizer, ne? Aber... so, dann war's das. Nochmal gehe ich da jetzt auch nicht rein. Gucken wir mal hier rein. Die Musik! Ach, shit. Oh, wegen dem Loch. Wieso habe ich nicht einfach den Screen resettet? Okay, wir versuchen es nochmal. Ich will an die eine Kiste da kommen. Jetzt haben wir gar keine Musik? Okay, ich nur nicht. Wahrscheinlich ist mein Sound ausgegangen. Ja. Meine Boxen hatten sich ausgeschaltet.
Okay, auf jeden Fall one-shotten die mich. Wenn ich dagegen komme, alles klar, okay. Das hätten wir. Das Kraftarmband Level 2 ist das denn? Okay. Machen wir so. Dann sind wir schneller draußen. Okay, das sind schon mal interessante Items. Auf jeden Fall für den Start. Habe ich nichts gegen, aber gehen wir erstmal so weiter, wie wir normal auch vorgehen würden. Unten am Strand dürfte er jetzt nicht sein. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier oben lang. Gucken, was uns so hier erwartet tatsächlich. Die Musik passt halt so gar nicht. Okay, das war eigentlich ein Stein, aber ist jetzt ein Grasbündel, okay. Die Muschel ist da noch drin. Die wurden ja nicht gerandomized. Hier unten ist nichts Wichtiges, aber hier ist eine Truhe. Zack. Zack. Und nochmal eine Muschel, okay. Es wird nicht lange gehen, das Projekt, Leute, aber ich dachte mir so ein Zelda-Randomizer ist für mich dann, wenn, am schlauesten, das bei Link's Awakening zu machen, weil Link's Awakening das Spiel ist, was ich am besten kenne. So, die Schaufel. Ja, die haben wir doch schon. Okay. Dann kriegen wir den Bogen wahrscheinlich auch nochmal anders. Okay, das ist jetzt kein Pilz mehr, sondern ein Moblin. Und hier ist kein Loch mehr, sondern das, okay. Hier sind Steine. Aber Link's Awakening ist ja allgemein ein sehr, sehr kurzes Spiel. Und ja. Mit Randomizer könnte das vielleicht noch einfacher werden. Alles klar, ein Herzteil. Aber hier, da ist nochmal eine Truhe, die wir uns auch schon holen können. Weil wir haben halt, wir haben jetzt schon richtig, richtig gute Items. So, wir können die ersten paar Dungeons eigentlich jetzt schon machen. Zumindest hätten wir die Schlüssel. Die wurden, soweit ich weiß, auch gerandomized. Und nehmen wir erstmal mit. Ja, da oben müssen wir nicht hoch. Ja, gucken wir mal hier rein. Ist hier der Schlüssel drin? Nein, Bomben. Alles klar, okay. Das ist jetzt schlecht. Hier kommen wir auch noch nicht rüber. Wir haben noch nicht den Hookshot. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Rupee-Chest. Bin ich der Meinung. Die Musik hier, das ist halt so geil, ne? Okay, haben wir auch eine Kiste. Die Flossen! Das ist nett. Das ist ein Herzteil. Das ist auch eigentlich eine Kiste. Aber da kommen wir halt noch nicht vorbei, weil wir nicht Struppi haben. Kriegen wir den hier schon? Kein Struppi, okay. Und das kann ich auch noch ein zweites Mal. Genau. Okay, ich hoffe, wir müssen die Fotodinger nicht machen, aber ich glaube nicht. Hast du Frau was für mich? Nee. Die Musik. Okay, wo könnten wir denn jetzt erstmal als nächstes hingehen? Wir können bisher noch in keinen wirklichen Dungeon rein. Das ist halt so das Problem. Ja, hier ist der Pilz, cool. Sehr schön. Trau mir mal was zusammen. Kriege ich das Pulver hier? Vielleicht was anderes? Nein, das Pulver, okay. Dann können wir schon mal eigentlich noch mal ein bisschen was anderes machen. Ich glaube, die Upgrades werden auch nicht gerandomized sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, hier können wir nicht buddeln. Dann können wir uns hier aber ein Herzteil holen, beziehungsweise eine Truhe. Okay. Oh, mit Controller spielen ist hier echt ein bisschen im Nachteil, ein bisschen schlecht. Ich kann das ja. Das macht man ja eigentlich nur, um das Herzteil zu kriegen, so. Oh. Okay. Okay, dafür brauchen wir dann wirklich den Hookshot oder die Stiefel. Pegasus Boots. Zack. Ey. So, unten am Strand. Könnten wir da was machen? Bin mir nicht so sicher. Okay, gucken wir erstmal hier rein. Die Flöte!
Okay. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ups. So, ja, da drin können wir auch noch nichts machen, weil wir die Pegasus-Stiefel noch nicht haben. Da drin ist nur eine Fee. Das hier können wir zumindest machen. Erstmal einen Bomb-Arrow nutzen. So, so und so. Gucken wir weiter, was es sonst noch so gibt hier. Nein. Kein Loch mehr drin, alles klar. Okay, da kommen wir leider auch noch nicht rüber. Dann gucken wir, können wir hier... Ich glaube, das ist nicht gerandomized. Wenn wir hier alle besiegen, kriegen wir, glaube ich, trotzdem noch die goldenen Federn. Die wir uns aber auch eigentlich theoretisch mitnehmen können, ne? Ja, machen wir mal. Ich habe den Dungeon so selten gemacht hier. Casual. So, draußen sind ja auch noch ein paar, ne? Irgendwie zwei goldene Federn, glaube ich. Ja, müssen sie ja. Gibt ja fünf. Nice. Okay. Das heißt, wenn alles glatt läuft... Na, wir kriegen den Schlüssel wahrscheinlich nicht da. Wow. Ja. Wir können jetzt zu Richard gehen und den Dings öffnen. Den Weg. So, zack. Zack. Den Weg zum... Scheiße. Dann kriege ich jetzt auch keine Muschel hier. Mann, ich habe gar keine 5. Oder? Habe ich 5? Nein. Den Weg zum Schlüssel des dritten Palastes. Und auf die andere Seite. Doch, wir haben schon die Schwimmflossen. Das heißt, wir könnten schon rübergehen. Im Prinzip. Auf die andere Seite. Ja, hier bin ich falsch, ne? Aber da oben gibt es noch was. Aber hier gibt es eine Muschel. Ich weiß nicht genau wo. Neben der Eule? Vor der Eule? Ah, okay. Ich bin hier nie durch die Höhle gegangen, glaube ich. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Okay. Wir können uns hier noch eine Truhe holen, merke ich gerade. Am Strand. Jetzt, wo hier Steine sind. Passt ganz gut. Und zwar hier. Wow, okay, Rubine. Schade. Könnten die Schaufel traden, aber ich glaube, ich brauche die noch. Ich weiß es echt nicht, Leute. Da ist ein Loch, okay. Keine Zaubermuschel mehr. Die auch nicht. Hier kann ich schön rein, das ist gut. Dann können wir uns schon mal ein Upgrade snaggen. Ich glaube, wir nehmen sogar das Bomben-Upgrade als erstes. Ich habe die Ocarina, ne? Ja, kann ich gleich erstmal markieren. Und das hier auch. Zack. Oh, vergessen. Da. Zack. Are you ready? Yo. Magic Powder? No. Bombs? Yes. Okay, dass sie das gerandomized haben, beziehungsweise geändert haben, ist nice. Den ganzen Text immer zu lesen, ist halt echt ätzend.